Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play der Herr der Ringe Online hier im Harlock in einer ungemütlichen Sumpflandschaft. Gut, wobei hier sieht es eher nach Wald denn nach Sumpf aus, aber hier gedreht und da ist schon der Sumpf und auch jede Menge Trolle, die uns allerdings nicht zu fürchten brauchen, denn das sind graue Trolle, sprich deutlich unter unserem Level 29, 29, 29, 30. Die können uns also wirklich gar nichts mehr. Na, insofern, dass sie uns nicht angreifen. Wenn sie zum Mert auf uns loskämen, so 10, 20 Stück, klar, dann würde das Ganze wieder anders aussehen. Aber tun sie ja nicht. Nein, weil sie uns ja nicht angreifen. Ha! Aber ja, gut. Wir haben auch letztes Mal den letzten Ritter bezwungen. Sprich, können jetzt zurück zu Frederik dem Großen. Und, nee, warte mal, dem Ältesten. Frederik der Älteste, meine Güte, jetzt dichte ich hier schon Titel an, die gar nicht richtig sind. Das wird ja immer schlimmer mit meinen Falschinformationen hier. Das darf so nicht weitergehen. Nein, 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 das muss ich schön verhindern. Ich will ja hier immer schön bei der Wahrheit bleiben. So tragisch ist das nicht. Ein Versprecher ist ja mal drin, bei mir sowieso, denn ansonsten könnte man sich das hier nicht antun. Gut, und dann muss ich euch schon mal vorwarnen, es wird in der Folge eine gewaltig lange Reise geben und mich scheut es davor, ehrlich gesagt, schon ein bisschen, denn ich habe keine Ahnung, was ich in der Zeit alles quatschen soll. Aber dennoch möchte ich sie gerne mit euch machen, denn wie gesagt, wie ich in letzter Folge auch schon angesprochen hatte, es ist eine Reise in ein neues Gebiet, in ein komplett neues Gebiet, wo wir noch gar nicht waren, nach Evendim. Das steht also in der Folge an, so viel kann ich schon mal spoilern. Ja, und da werden wir dann auf neue Leute treffen, neue Aufgaben, gar nicht mal so einfache Aufgaben, ja, da wird es auch wieder einige Instanzen geben. Ja, da werden wir also die nächste Zeit ein wenig an Abenteuern erleben. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wenn es denn Freude ist, mir da zuzusehen, wie ich mich da durchmurkse. Aber hey, aber ansonsten werdet ihr ja wohl kaum hier, nicht wahr? Ha! So, jetzt sind wir schon fast da. Es gelingt mir bisher eigentlich ganz gut, die ganzen Reitpassagen durchzuplappern, aber naja, bei der langen Reise bezweifle ich irgendwie, dass ich das alles füllen kann mit irgendwelchem Gelaber. Also können kann ich schon, aber ob das alles Sinn macht, ist dann die Frage. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin da ja nicht ganz so zuversichtlich, aber nennen wir es mal eine kleine Probe aufs Exempel. Wobei das Exempel wahrscheinlich ziemlich bald statuiert wird. Aber naja, was soll's denn schon? Ist ja nur ein Let's Play, ein ganz kleines. Von daher, was soll das schon? Entschuldigt mir die Nervosität und meine ständigen Wiederholungen. Wir sind schon bald da. Da in der Ferne sehen wir schon die feste Gut. Ich könnte eigentlich auch durchaus mal über einige Dinge reden, die mich sonst noch so bewegen. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ, der da alles von sich preisgeben möchte. Zumindest nicht hier in aller Öffentlichkeit. Dann schon eher so in privaten Gesprächen ein bisschen mitteilungsfähiger. Aber selbst da bin ich eigentlich immer ziemlich, ziemlich still. Ah, würde man jetzt, glaube ich, gar nicht denken, wenn man da so zu meine Let's Plays guckt. Da sind ja wirklich alle Folgen eigentlich mit Dauergequatsche gefüllt. Aber das ist halt so mein kleines Ventil. Na, ich bin halt wirklich sonst ein sehr ruhiger Typ. Und dann kann ich hier ein bisschen auslassen, ein bisschen durchreden, ein bisschen reden. Ja, das ist so ein bisschen was, was mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist. Ich bin wieder deutlich redseliger, also kann wieder deutlich besser sprechen, wieder deutlich flüssiger. Das war mittlerweile echt schon ein bisschen ein Problem, dass ich mich da ständig verplappere, wenn ich irgendwas sagen will. Klingt irgendwie ein bisschen traurig, aber hey, das ist für mich nicht weiter tragisch, weil ich halt, wie gesagt, wirklich nicht sehr gesprächig bin. Das ist nicht irgendwie in einer Art böse anderen gegenüber oder verurteilend anderen gegenüber gemeint. Es ist halt so einfach ein bisschen meine Persönlichkeit. So, danke, dass ihr uns geholfen habt. Ich wollte nicht noch mehr Männer nach Harlock senden, denn wir sind hier ohnehin schon nur so wenige. Ja, weil ihr ja keine Unterstützung kriegt, ihr armen, armen Kerle. Ich denke ja mal, ich habe hier so einiges geregelt, von daher braucht ihr da doch gar nicht so viel. Ihr habt dem Volk der Feste Guruten und, wenn ich euch recht verstehe, auch allen freien Völkern einen großen Dienst erwiesen. Ja, zum dritten Mal. Der dritte Ritter, der gefallen ist und womit ich auch weiteres Übel verhindert habe. Hab noch einmal vielen Dank, Sigrunhild. Gerne doch, gerne doch. So, nehmen wir an, gibt wieder EP. Und jetzt, ja, jetzt heißt es, sprecht mit Golodir. So ist das. Unsere Reise nach Gadfornir ist ja wieder frei. Die können wir per Port antreten. Die möchte ich auch niemals und nimmer niemals in einer Folge machen. Die ist nämlich ewig weit weg. Da müssen wir von Esteldin dann nach
nach, wie hieß denn das Ding da nochmal, das Bergmenschendorf, Ogier, nach Ogier, 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 ich bin mir nicht so ganz sicher, müssten wir reisen und von da dann wirklich mit unserem Eigenpferd quer durch Angmar bis hier hoch. Denn da ist keine einzige normale Reise frei. Das möchte ich mir wirklich nicht antun. So, aber wir sind schon wieder hier, dank unserem Port, wieder hier zurück in Gardfornir und können gleich mit Golodir sprechen, der hier immer noch in seinem Quartier ist. Bewegt es sich eigentlich jemals hier raus? Na gut, wobei, hat hier ja eigentlich so alles, was man so braucht, ne? Vielleicht höchstens eine Toilette und ein Waschbecken. Vielleicht geht er ja dazu mal ab und zu baden. Also fürs Waschen, nicht fürs andere Zeugs da, ne? Wobei es ja da so manche Leute gibt, die da durchaus keinen Unterschied kennen. Aber reden wir da besser nicht darüber. Das ekelt mich schon, wenn ich nur daran denke. Seither gehe ich auch nie mehr in Schwimmbäder. Ich kann echt kein Schwimmbad mehr betreten. Seit ich das so ein bisschen drüber nachgelesen habe, hätte ich besser nicht getan. Aber hey, es gibt ja genug Freigewässer, da ist das Ganze weniger schlimm. Ihr habt den freien Völkern von Eriador einen großen Dienst erwiesen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Wenigstens bedanken Sie sich immer brav. Das ist doch auch was, ne? Das ist doch auch was Schönes. In eurer Abwesenheit habe ich mit Lerdan über Amathiel gesprochen und es scheint, ihr solltet euch mit ihm unterhalten. Er weiß viel mehr über diese Frau als jeder andere. Oh, sehr gut. Das ist natürlich super, wenn wir da jemanden haben, der uns da weiterhelfen kann. Dieser Amathiel scheint ja doch durchaus nochmal etwas mächtiger zu sein als Mordred selbst. Wir werden in Bälde weiter darüber reden. Okay, wir kriegen hier auch noch unsere Belohnung. Aber wir haben, glaube ich, auch schon rausgefunden, dass die Schulter jetzt nicht so wirklich gut ist. Wie gesagt, sie hat schön viel Rüstung, sie hat schön viel Macht, aber die restlichen Werte stimmen für mich nicht so ganz. Da behalte ich, glaube ich, lieber meine selbst hergestellte. Da fällt mir auch, es gibt, glaube ich, auch eine Rüstung für 48, die ich mir theoretisch noch herstellen könnte, wenn ich denn die Rezepte hätte. Ich habe, glaube ich, kein einziges Rezept für die 48er Rüstung. Nö, zumindest nicht für mittlere. Für leichte habe ich doch Tatsache welche. Ah ja, das wären auch keine mit Tagebuch. Das könnten wir normal mit unseren Crit-Mats machen. Schade, schade. Werde ich mir jetzt auch nicht alle zusammen kaufen. Werde ich jetzt dann mal beim Scharmützellager vorbeigucken, ob da was Schönes ist. Ansonsten werde ich, denke ich mal, meine bisherige Crafting-Rüstung behalten. Die hat es bisher ja auch immer getan. So, aber jetzt wieder zur Schulter zurück. Die schwerste dürfte die wertvollste sein. Halten wir es also hier wie beim letzten Mal. Und, ja, nehmen uns einfach die wertvollste Sache und verkaufen die dann. Könnte ich einen Augenblick mit euch so, sprechen? Ihr habt diese schweren Aufgaben hervorragend gemeistert. Ja, wie alle anderen bisher auch. Bin ich nicht super? Ja, doch es gibt noch mehr zu tun. In eurer Abwesenheit habe ich mit Lerdan über Amathiel gesprochen, ja, das sagtest du bereits, und überlegt, wohin sie wohl mit dem Palantir unterwegs sein könnte. Ah, das ist aber eine gute Frage. Wir müssen sie so bald wie möglich finden und ihre Pläne vereiteln. Lerdan weiß jedoch viel mehr, als ich dachte. Geht zu ihm und bringt in Erfahrung, wie ihr ihm bei der Suche nach Amathiel helfen könnt. Also ist unsere nächste Aufgabe, Amathiel und den Palantir zu finden. Und das soll Lerdan veranstalten können, das Ganze. Also, Amathiels Spur, da steht es doch auch. Deutet also schon darauf hin, dass wir hier bald mal auf die gute Dame wieder treffen werden. Ich glaube, jetzt ist es wirklich eine Dame. Bei Mordred war ich mir ja nicht ganz sicher, aber das müsste schon ein Kerl sein. Ja, und sie hier wirklich nochmal ein ganzes Stück mächtiger, so wie sich das jetzt so angehört hat bisher. Aber lassen wir erstmal Lerdan dazu was sagen. Der scheint sich ja da auszukennen. So, sprechen mit Lerdan. Lerdan ist hier drin. Jawohl, Hallöchen. Wir haben uns ja auch schon ein Weilchen jetzt nicht mehr gesehen. Na gut, wobei, stimmt nicht. Er hat uns ja zuletzt gesagt, wer uns alles hier helfen könnte, die ganzen Sachen zu reparieren. Und er hat uns ja auch erstmal darauf angewiesen, diese Sachen von Golodir zu holen und ihn zurückzubringen. So, ich gestehe nur ungern, dass ich mehr über Amathiel weiß als vielleicht jeder andere. Das klingt natürlich schon etwas verdächtig, aber ich denke, er hat schon seine Gründe für. Doch selbst ich wusste nichts von ihren Geheimnissen als Sarah Eichenherz. Ja, sonst hätte er uns ja mal vorwarnen können. Wobei er ja nicht wusste, dass wir sie kennen. Na gut, egal. Sie ist wesentlich mächtiger geworden, als ich dachte. In der Tat hielt ich sie seit der Schlacht von Vornost für tot. Oh, das ist aber schon eine ganze Weile her. Da hast du dich ja mal gewaltig geehrt, lieber Lerdan. Wie dem auch sei, sie lebt und ich muss sie nun erneut verfolgen. Oh, musste nicht ich sie verfolgen? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn du das tust. Ich kann dir auch dabei helfen. Sie hat einen Palantir, ich vermute, den von Osgiliath.
dem Herrn des Südens, der im Anduin verloren gegangen zu sein schien. Und wenn sie irgendwie an der Macht bleiben will, muss sie sich oft mit dem lidlosen Auge besprechen. Genau, das lidlose Auge. Sauron, der sich da ja angemaßt hat, wieder aufzuerstehen, als Geist der war. Vielleicht benutzt sie den Palantir auch, um Nachwil zu finden, das Zeichen der Macht, das sie vor langer Zeit verloren hat. Okay, Nachwil sagt mir jetzt nichts, aber wird wohl dann auch was mit der Geschichte zu tun haben. Der einzige Ort, der ihr noch bleibt, dürfte demnach Anuminas sein. Anuminas, genau, Anuminas jetzt mitten in der Vendim, deswegen müssen wir auch dahin, denn der Sockel, in dem der Palantir einst untergebracht war, könnte noch immer stehen. Ihr solltet schnell nach Evendim aufbrechen und dort mit Kallenglad sprechen. Er hält sich im Waldläuferlager in der Nähe des östlichen Ufers auf. Ja, die Stadt Anuminas ja schon vor langer Zeit von den Bösen eingenommen, als das ganze Land hier noch existierte und dann eben vom Feind überrannt wurde. Da war die Stadt die Hauptstadt, aber auch sie wurde halt vom Feind eingenommen und wird jetzt immer noch versucht, von Waldläufern zurückerobert zu werden, aber das gelingt, glaube ich, nicht so ganz wirklich. Es gibt da einige Instanzen, in denen man eben gegen das Böse, das sich dort eingenistet hat, kämpft und vor allem halt auch viele Angmar-Diener, viele Angmarim. Aber das werden wir alles noch sehen, wenn wir dann da angelangt sind. Er hält sich immer höher, genau, das haben wir schon gelesen. Ich hoffe zutiefst, dass wir uns eines Tages unter besseren Umständen wiedersehen werden, Sigrunhild. Das klingt ja wie ein Abschied. Meine Güte, Leerdan, sei mal nicht so pessimistisch. Bisher hat auch alles irgendwie geklappt, das wird es auch in Zukunft sicher wieder. So, aber wir gucken jetzt mal, dass wir nach Evendim kommen. Denn genau, das ist ja der springende Punkt in der Folge. Reicht denn das überhaupt noch? Es ist jetzt nicht mehr so viel Zeit übrig. Ja gut, wobei, ich hoffe, es reicht in der Zeit, ansonsten dauert das wirklich ewig. Aber zur Not werde ich das, ich will es eigentlich wirklich gerne in der Folge machen. Also, demnach wollte ich ja jetzt erstmal wieder zurück nach Bree. Ja, ist ja schon das zweite Mal in der Session, dass wir nach Bree zurückgehen. Genau, Rückkehr nach Bree. Und dann werden wir von Bree nach Schragen, von Schragen in Richtung... wie hieß denn das noch gleich? Ach Leute, ich muss dann nochmal kurz auf die Karte spicken. Da werden wir dann auch mal den Weg aufzeigen, den wir da nehmen wollen. Jetzt also erstmal nach Bree. Ah gut, den Weg kann ich euch aber auch zeigen, wenn wir dann losgeritten sind. Das ist nämlich erstmal eine normale Reise nach Schragen. Wie ich ja schon gesagt hatte. Yep, Schragen in den Nordhöhen. Da wollen wir jetzt hin. Das haben wir ja auch schon ein- oder zweimal zurückgelegt, diesen Weg. Und dann kann ich euch jetzt mal zeigen, wo ich gerne durch will. Ja, also sind wir erstmal hier im Reh. Dann gehen wir hier hoch nach Schragen zu den Nordhöhen. Na, kommt schon. Hier ist Schragen. Da, man sieht es nicht, es wird verdeckt. Ich kann das hier aus dem Weg ziehen. Hierhin irgendwo. So, da brauchen wir die Karte gerade nicht. Hier nach Schragen, dann müssen wir hier hochreiten. Zum, na, wie heißt es denn? Amonreit, ein Berg. Kann ich unterwegs aber, denke ich, absitzen. Ja, genau. Dann kann ich hier den Weg lang reiten und hier abbiegen bei den Feldern von vorn Ost. Da geht es dann nämlich hier, glaube ich. Oder hier hinten. Ne, hier müsste es nach Evendim gehen. Genau, hier nach Evendim. Und dann kommen wir hier wieder raus. Da sehen wir, da ist dann der Durchgang. Das war diese Aussparung hier. Dieses Tal in den Bergen. Dann geht es hier den Weg lang. Und dann sind wir auch schon hier in Tinudir auf dieser kleinen Halbinsel. Gut, aber ist es, glaube ich, eine ganze Insel, weil das ist nur eine Verbindung durch eine Brücke. Also dürfte es noch als Insel zählen. Und da müsste dann auch der Waldläufer stehen, nachdem wir suchen. So, und dann hoffen wir, dass das alles so reibungslos funktioniert. Dass wir unterwegs nicht irgendwie abstürzen oder so. Oder länger brauchen, als ich eigentlich gedacht hatte. Ich denke mal, so 10 Minuten müssen dafür ja wohl reichen. Ansonsten weiß ich echt nicht, wie ich das alles überquatschen soll. Oh Gott, aber ich sehe schon, wir haben jetzt schon ewig lang den Weg diskutiert und sind immer noch gerade mal auf der Hälfte des Weges nach Schragen. Ach, liebe Leute, was habe ich mir da nur vorgenommen? Das könnte jetzt echt ein Weilchen dauern. Na gut, na gut. Aber wir sind schon auf bestem Wege. Das wird also alles schon werden. Ja, und ich muss auch sagen, ich freue mich auf Evendim. Ein wirklich schönes Gebiet. Ein großer See, wie ihr ja auch schon gesehen habt. Das können wir uns nochmal angucken. Ja, man kann auch alternativ eigentlich durchs Auenland gehen. Es geht dann hier hoch. Dann ist man hier in Evendim. Das ist hier der Übergang bei Dachsbauten.
Da kommt man dann hier unten raus bei Hafergut. Das ist allerdings dann ein weiterer Weg, um nach Tinodir zu kommen. Darum habe ich mich für den Weg hier entschieden. Und ich verplappere mich gerade wirklich an der Dauer. Das gefällt mir gar nicht. So, und ihr seht hier wirklich das ganze Gebiet geprägt von einem riesigen See. Mit drei Inseln darin. Wobei, ich glaube, das hier ist auch noch eine Insel. Also vier Stück. Da, dann Tinodir. Hier haben wir die Tüll-Ruinen. Die hat, glaube ich, gar keinen Namen. Wobei, wenn man sie entdeckt, ist da auch eine Flagge mit einem Namen. Ja. Und dieses Ufer hier eigentlich vorsätzlich von Feinden eingenommen. Da wird man nicht auf viel Freundliche stoßen. Hier befinden sich die Waldläufer. Hier ist noch ein Waldläufer. Eine Waldläuferstellung. Eine alte Siedlung. Und ja, dann eben hier Anuminas. Eine sehr große Stadt. Ja, wenn man das so mit anderen Siedlungen vergleicht, wo wir bisher waren. Da war Breya, glaube ich, so das mitunter größte. Wir sind, glaube ich, schon bald in Schragen angekommen. Aber Anuminas schlägt Breya noch um ein ganzes Stück, glaube ich zumindest. Na gut, oder vielleicht ungefähr gleich groß, wenn man so jetzt von der Fläche ausgeht, die man da begehen kann. Aber von daher schon sehr beeindruckend, werden wir alles sehen. Darauf freue ich mich auch darauf. Kann ich euch endlich mal ein bisschen was Neues zeigen und nicht ständig das düstere Angmar oder das Breland oder das Bruchtal, was wir ja alle schon zur Genüge kennen. Also endlich mal wieder was Neues. So, sind wir also zumindest schon mal in Schragen angekommen und ich habe noch nicht meinen Gesprächsstoff verloren. Gehen wir also weiter zum Amon-Reit. Das ist nochmal eine kleine Wegstrecke. Allerdings weniger lang als jetzt von Bre hier nach Schragen. Weil wir ja, wie gesagt, hier an der Kreuzung schon abspringen können. Und dann werden wir den Rest des Weges mit unserem Pferd zurücklegen müssen. Zurücklegen können. Ist ja nicht unbedingt ein Müssen. Können wir wieder ein hübsches Pferd auspacken. Und ja, dann kann ich euch durchaus wieder etwas über den Durchgang da erzählen und so. Gut, wobei erzählen viel Geschichtliches gibt es dazu nicht. Aber es ist natürlich praktisch zu wissen, dass da ein Durchgang ist. Weil ich habe früher oft die Frage im Chat gelesen, im allgemeinen Chat und so. Wie komme ich nach Evendim? Tja, gute Frage, wenn man die beiden Durchgänge beim Auenland und hier beim Feldern von Ost nicht kennt. Ja, dann weiß man echt nicht, wie man da hingelangen soll. Und beide sind nicht gerade so offensichtlich, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, da sieht man zwar am Rand irgendwo nach Evendim, aber um das schließlich hier zu finden, den Weg, und auch hier unten, muss man erstmal ein bisschen auf der Karte stöbern. Und mittlerweile ist das nicht mehr so ein Problem, weil es ja die Schnellreisen gibt und die sind, glaube ich, nach Tinodir hier, Tinodir, ja, sind, glaube ich, schon von Anfang an freigeschalten. Da muss man nicht zuerst da gewesen sein. Da ist es mittlerweile natürlich kein Problem mehr. Insofern man VIP ist, wenn man natürlich wie ich hier kein VIP ist, dann muss man da nach wie vor manuell erstmal hinreiten, bevor man hingelangen kann. Aber das tun wir ja hier so mit. Und hier sind wir auch schon an der Kreuzung. Hat das weniger lang gedauert, als ich befürchtet habe. So, jetzt ist, glaube ich, das dritte Pferd dran. Das himmelblaue Pferd. Auch ein sehr hübsches Tier. Mit einer sehr hübschen Decke. Und das Einzige, das da auch ein schönes Gimmick dabei hat, eine Flagge. Wobei die mich ehrlich gesagt eher ein bisschen stört. Aber schlimm sieht sie nicht aus. Ist halt ein bisschen elbisch. Alles ein bisschen elbisch angehaucht. So, jetzt muss ich, glaube ich, zuerst mal den Weg hier folgen, aber nicht lange. Dann müssen wir wirklich quer hier ins Gelände rüber. Das könnte ich eigentlich schon jetzt tun. Müssen wir nicht dem Weg folgen. Das geht so alles ein bisschen schneller, wenn ich hier querfeld eingehe. Ich darf nur nicht den Kurs verlieren. Hier verirrt man sich mal schnell in diesen kargen Hügeln hier mit diesen abgestorbenen Bäumen. Sieht alles ein wenig gleich aus mit diesen Hügelgräbern und so weiter. Da verirrt man sich wirklich gerne. Finde ich aber eigentlich ganz stimmungsvoll so, weil ist ja logisch, ne? In so einem Eidbrechergebiet, da will man einem natürlich in die Irre führen. Und da ist es doch selbstverständlich, dass die einem... da ist wieder die Idalena. Och, wie spricht man das wieder aus? Ja, ich und Namen, einfach schrecklich. Aber wie gesagt hier, dass man sich so leicht verirrt, finde ich eigentlich ganz stimmungsvoll. So, hier haben wir es auch schon wieder. Lauter Eidbrecher, lauter Hügelgräber. Also auch hier eine verfluchte Armee, die ihr Eid nicht geleistet hat und deswegen verflucht wurde. Von einem anderen König allerdings, glaube ich, als es im Film der Fall war. Aber auch hier bin ich nicht ganz sicher. Ist jetzt auch nicht so von Interesse für uns persönlich. Wir müssen jetzt wirklich erstmal diesen Übergang finden. Ich glaube, der Weg hier führt uns auch direkt hin. Wir können ihm also einfach folgen und dann den Übergang betreten.
Sieht aber auch nach einem ganz alten Pfad aus, der nicht häufig benutzt ist. Wen wundert das auch? Wer würde hier denn schon lebendig durchkommen bei diesen ganzen Geistern, die hier rumschweben? Es ist ja gefährlich. Und da vorne sehen wir ihn auch schon, gesäumt von Hügelgrabsteinen. Ist er da hinten, nebst einer Ruine. Aber hier ist halt wirklich alles schon verflucht und nur noch von Toten besiegelt. Und ein paar Gästen, die sich zwischen den Toten wohl irgendwie ganz wohl fühlen. Ich glaube allerdings auch, dass ein paar Gäste nicht mehr so wirklich lebendig, sondern eher untot sind. Mit diesen rotglühenden Augen. Unheimlich. Unheimlich wirklich. Ja, da ist ein weiterer. So, aber hier sind wir ja schon. Das hat jetzt wirklich nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet hatte. Das ist also jetzt schon die Grenze zu Evendim. Nachdem wir hier bei dieser Mauer vorbei sind, bei dieser eingestürzten, sind wir voilà, im Evendim-Tor in Evendim. Und hier haben wir auch schon die erste Station, wo wir Quests annehmen könnten. Ich glaube allerdings nicht, dass ich hier irgendwelche Quests annehmen würde, denn das ganze Gebiet wurde ja etwas runtergesetzt, ist nicht mehr so hoch wie früher. Und dementsprechend sind die Quests auch schon längst an uns vorbei. Schon längst zu niedrig für uns. Ihr seht hier eine Einstiegsquest mit 32. Das wird uns selbst bei den High-End-Quests hier nichts mehr bringen. Die werden alle schon grau sein oder vielleicht höchstens noch grün. Allerhöchstens hellblau, aber selbst die würde ich nicht machen. Nein, wir werden halt hier in Evendim kein bisschen questen. Wir werden jetzt einfach nur die Epos machen und dann wieder von hier verschwinden. Aber wir sehen es. Es hat auch schon wieder ein ganz eigenes Vegetationsbild. Es fällt hier jetzt vielleicht nicht so auf. Es sieht im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen so aus wie Bree und auch die Nordhöhen. Ist aber deutlich weniger bewachsen mit Bäumen, sondern eher mit Büschen und dergleichen, mit Sträuchern. Und ja, es wirkt alles ein wenig südländischer. Und gerade beim See ist das alles wirklich sehr charakteristisch. Und auch hier gibt es wie in anderen Gebieten auch jede Menge Ruinen der alten Zivilisationen, der alten Menschenvölker, die hier lange Zeit gelebt haben und dann eben von Feinden niedergemäht wurden. Das ganze Land, das ganze Volk hier wurde ja auseinandergesprengt und größtenteils getötet. Nur noch einige Waldläufer sind da übrig von. Wirklich traurig, aber wie gesagt, Tolkiens Universum kein sehr fröhliches. So, und liebe Leute, ich denke, wir werden auch erst in der nächsten Folge den Rest des Weges nach Tinudir zurücklegen und vielleicht da vorne an der Kreuzung erstmal eine kleine Pause einlegen, dann nehme ich dann später noch ein paar Folgen auf in einer anderen Session, denke ich, denn ich habe jetzt wieder 3 Folgen aufnehmen können. Oh, relativ erfolgreich, ohne großartig rumreisen zu müssen. Unbeabsichtigt zumindest, ne? Das hier war ja jetzt beabsichtigt. Und ja, ich konnte tatsächlich alles durchquatschen. Ich bin immer wieder überstaunt, was mir da so alles einfällt. Klar, ist natürlich fraglich, ob das wirklich von Interesse ist. Aber hey, es ist uns nun mal gelungen. Ah, auch hier gibt es natürlich beeindruckende Statuen. Da sind ja die alten Menschenvölker ganz begeistert von gewesen und auch ganz talentiert für. Gut, liebe Leute, da sind wir also das erste Mal in Evendim. Da verabschiede ich euch auch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal in der nächsten Session hier in Evendim. Bis dann!